Das meistrezitierte Mantra ist, ich habe keine Zeit. Und das ist das, was wir natürlich ständig dann auch bei dem Universum bestellen, weil das Universum einfach immer gute Ohren hat und uns immer genau das liefert, was wir bewusst oder auch unbewusst bestellen. Und in dem Falle, ich habe keine Zeit. Mit anderen Worten, wir schaffen uns dann tagsüber immer mehr Situationen, wo der Tag kaum angefangen hat und schon ist der Tag wieder zu Ende und man hat das Gefühl, überhaupt nichts gemacht gekriegt zu bekommen. Ja, überhaupt nichts geschaffen gekriegt zu bekommen. Aber du weißt, was ich meine. Wie kommst du da raus? Ich würde dir zwei Dinge gerne mit auf den Weg geben, weil es ist sehr, sehr wichtig, das zu verstehen, essentiell hilfreich, um mehr Freude, Spaß und Leichtigkeit in deinem Leben wieder zu haben und auch, ja, um deine Intuition zu schulen und zwar dahingehend, dass du mehr Klarheit zu dem wahren Sinn deines Daseins bekommst. Der erste Punkt ist, je präsenter du im Augenblick bist, im Moment bist, umso mehr hast du das Gefühl, Zeit zu haben. Weil letzten Endes, jeder von uns hat jeden Tag 24 Stunden zur Verfügung. Nicht mehr und nicht weniger, auch wenn ich in meinem früheren Leben das eine oder andere Mal auch einen Antrag gestellt habe, heute hätte ich mal gerne 28 Stunden zur Verfügung, ist mir nie genehmigt worden. Ja? Mir ist aber auch noch nie jemand begegnet, der nur 20 Stunden zur Verfügung hat. Also mit anderen Worten, wir haben alle jeden Tag auch ein neues, wie lang wissen wir natürlich nicht, 24 Stunden Zeit zur Verfügung. Und die Frage ist einfach, wie effektiv nutzen wir die, ohne ständig beim Universum zu bestellen, ich habe keine Zeit. Und das machst du, erster Punkt, indem du dir bewusst Zeit nimmst. Bewusst Zeit nimmst für alles, was du machst, ob es Dinge sind, die du gerne machst, ob es Dinge sind, die du nicht so gerne machst. Da wirst du vor allem merken, dass die ungeliebten Dinge, dass dir diese Dinge viel schneller von der Hand gehen, wie man so schön sagt, also viel schneller erledigt sind, wo du vorher gedacht hast, boah, da brauche ich jetzt Stunden für und in einer Stunde oder eine halbe Stunde ist das Thema durch. Also bewusst Zeit nehmen. Und der zweite Punkt ist, dass du damit auch ganz präsent im Hier und im Jetzt bist. Tatsächlich präsent im Hier und im Jetzt. Und so viel mehr dich darin übst, deiner Intuition zu folgen, dieser leisen Sprache der Seele, die immer über Gefühle mit dir kommuniziert und dir Botschaften schickt. Du kannst Seele auch ersetzen mit Universum, egal. Also nimm das Wort, was sich für dich am greifbarsten anfühlt. Das Universum, das Leben, deine Seele kommuniziert immer mit dir, in erster Linie in Form von Gedanken, Ideen, Impulsen und Gefühlen. Und je mehr du dich darin übst, im Hier und im Jetzt präsent zu sein, umso mehr hast du das Gefühl, und das wird auch so sein, das ist magisch, das können wir vom Kopf her nicht erklären, etwas geschaffen zu bekommen, tatsächlich Dinge erledigt zu bekommen, wirklich voranzukommen. Und je mehr kannst du auch die leise Sprache deiner Seele, des Universums, des Lebens wahrnehmen, erkennen, die Impulse empfangen, was die nächsten richtigen Schritte für dich sind, die dich ganz zu dir selbst, zu deinem wahren Kern, zu deiner Seelenessenz auch führen. Also zu dem wahren Sinn deines Daseins auch. Und denen gilt es dann zu folgen. Und das ist die Magie, die sich dahinter verbirgt, aufzuhören, dieses Mantra zu rezitieren, ich habe keine Zeit, und dich darin zu üben, wirklich präsent zu sein im Hier und im Jetzt, dir für alles, was du machst, bewusst Zeit zu nehmen und dann auch zu staunen, wie viel Zeit du tatsächlich künftig dann auch zur Verfügung hast. Das, wie gesagt, vom Kopf her ist das nicht erklärbar. Und die Impulse auch empfängst, die Ideen, Gedanken, wie das universelle Feld mit dir spricht und dir deine eigenen Ideen auch schickt, wie genau du dir dein Leben wirklich gestalten möchtest und was die nächsten Schritte dazu sind. Ja? Das ist ein Training oder wie ein Training, das ist Übung. Setz es ab heute um, ohne den Anspruch zu haben, dass dir das ab heute schon jeden Tag perfekt gelingt. Lieber unperfekt starten, als perfekt erst gar nicht anzufangen, ist immer mein Motto. Und wenn du noch ein bisschen mehr dazu wissen möchtest, wie genau ich mir mein Leben erschaffen habe mit meinem Seelenplan, mit meinem Seelenberuf, um viel freier und selbstbestimmter zu leben, ich verlinke dir hier in der Nähe von dem Video auch einen Link zu einem brandneuen, kostenfreien Videotraining mit mir.
melde dich da an, beziehungsweise sag mir, wo ich es dir hinschicken darf, und dann kannst du es dir auch sofort schon anschauen. Nimm da so eine halbe Stunde Zeit, und das sind drei ganz wichtige Learnings, die ich mit dir da teile, wie ich es eben geschafft habe, in dieses freiere Leben zu kommen, raus aus der Geliebtwerdenfalle, raus aus dem Hamsterrad. Dann sehen wir uns auch gleich im Video drehen. In diesem Sinne. Wunderschönen Tag wünsche ich dir mit aller Zeit der Welt. Noch ein Hinweis, dieses Thema, sich Zeit zu nehmen, bewusst Zeit zu nehmen, kleiner Nachklapp im Übrigen, hat auch ganz viel mit Selbstliebe, mit Selbstbewusstsein zu tun. Weil wie oft kümmern wir uns erst um alles andere gefühlt und dann ist der Tag vorbei und wir selbst bleiben auf der Strecke. Wie oft haben wir das Gefühl, ich müsste oder sollte doch eigentlich oder würde auch gerne dies oder jenes machen, aber setzen dann andere Dinge an oberste Stelle und bleiben da auch selbst auf der Strecke. Also das hat auch ganz viel was mit Selbstwert, Selbstliebe und Grenzen setzen zu tun. Du merkst schon, wie vielseitig dieses Thema ist. Ich werde das sicherlich auch noch ein paar Mal hier aufgreifen und ein bisschen mehr noch im Detail anschauen. Aber jetzt schau dir das kostenfreie Videotraining an und dann sehen wir uns gleich auf der anderen Seite. Bis dahin. Ciao, ciao.